Und schon. Nimm Platz. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Hast du heute frei? Nein, nicht ganz. Ich habe Spätschicht. Und? Wie läuft's im Krankenhaus? Viel zu tun? Ja, leider. Aber Leonard hilft mir, wo er kann. Ja, also. Es ist genau das Richtige für mich. Es freut mich. Freut mich wirklich. Unsere Lisa hat übrigens auch ihren ersten Ausflug ins raue Arbeitsleben hinter sich. Was für ein Witz? Nee, Praktikumstag in der Anwaltskanzlei von Lars Schneider. Ja, und dort gefällt es ihr ja so gut, dass sie wahrscheinlich ihr ganzes Schülerpraktikum dort absolvieren wird. War echt cool, hätte ich nicht gedacht. Ja. Lars Schneider und Sie verstehen sich eben blendend. Ja, ich gehe dann schon mal packen. Wie packen? Ich habe doch heute mein Volleyballturnier. Davon hast du mir gar nichts gesagt? Doch klar, in Osnabrück, deswegen übernachten wir doch da. Paul, was soll das? Ich wüsste doch, wenn wir darüber geredet hätten. Also ich hätte schwören können, dass... Aber das ist doch kein Problem, oder? Nein. Aber das nächste Mal möchte ich das nicht so zwischen Tür und Angel erfahren. Wann kommt ihr wieder? Morgen. Gegen Spätabend, schätze ich so. Fährt Konstantin auch mit? Konstantin? Ja, ja, logisch. Na also, viel Spaß. Hoffentlich ohne Zerrung. Ich glaube, da besteht keine Gefahr. Susanne, das reicht ja für einen halben Bautrupp. Hey, Finger weg. Die sind nicht für dich, die sind für Paul, als Reiseproviant. Paul, wenn dir das zu viel ist, dann... Ja, ja, ich bin schon weg. Ja, ich muss dann auch... Oh, nicht so hastig. Was denn noch? Der Bus fährt gleich, die Jungs warten schon. Lass sie fahren. Ich bring dich hin. Was? Das Turnier meines Sohnes lasse ich mir nicht entgehen. Super, ich danke dir. Ich revanchiere mich auch. Okay, bis dann, ciao. So, alles geritzt. Eine Kollegin von mir übernimmt meine Schicht. Das ist viel zu umständlich, Susanne. Nein, es ist gar nicht. Es passt dir sogar ganz gut. Von mir aus können wir. Ist irgendwas? Du bist die einzige Mutter, die am Spielfeldrand steht. Seit wann ist es denn peinlich, wenn Eltern ihren Kindern beim Turnier zusehen wollen? Seit diese Kinder 17 sind. Ach, das kenne ich noch von mir. Ich habe mich auch immer angestellt, wenn meine Eltern zu den Bundesjugendspielen kamen. Aber insgeheim habe ich mich dann doch sehr gefreut. Hm. Susanne, die werden mich alle auslachen. Von wegen nicht ohne seine Mutter. Und bitte, bitte blamier mich nicht. Wenn es dir so peinlich ist, dann bleibe ich natürlich hier. Danke. Und sei bitte nicht traurig, ja. Ich weiß, es war lieb gemeint. Super. Genau das Richtige. Und was machen wir jetzt mit dem Berg von Broten, den Susanne dir mitgegeben hat? Die verputze ich auch noch. So hungrig? Klar, aber am liebsten würde ich... Nein, nicht! Wenn uns jemand... Wenn sieht. Du hast ja recht. Ich will nie wieder nach Düsseldorf zurück. Stell dir mal vor, das wäre immer so. Ey, wir könnten uns lieben, wann und wo wir wollten. Ich glaube nicht, dass Sie hier ein besonderes Verständnis für Exhibitionisten hätten. Hey, du weißt doch, wie ich das meine. Ja. Und ich würde mir auch wünschen, dass es immer so ist wie jetzt. Ja, und keine Angst haben, dass uns jemand sieht. Und ich meinen Job verliere. Ja, dann können alle wissen, dass wir zusammen sind. Und die ganze Heimlichtuerei hätte endlich ein Ende. Aber es geht eben nicht. Naja, in Düsseldorf nicht. Bin ich gut zu sehen? Richtig gut? Ja. Anne Siebert, ich liebe dich! Geht nicht ran. Ja. Doch. Hallo, Paul. Ich wollte nur hören, wie es läuft. Super, ist ganz toll hier. Ich soll dich ganz lieb von Arno und Lisa grüßen. Wie habt ihr gespielt?
Oh ja, und wir drücken dir auch alle die Daumen. Danke. Ja, das erste Spiel haben wir gewonnen. War ganz knapp. Jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Glaubst du, ihr gewinnt das Turnier? Ja, ist schwer zu sagen. Die anderen Teams sind auch nicht schlecht. Du, ich muss jetzt echt Schluss machen. Wir sind wieder dran. Tschüss. Wann glaubst du, kommst du nach Hause? Aufgelegt. Was hat er gesagt? Nicht viel. War so kurz angebunden. Ja, ist doch klar, wenn er gerade mit den Jungs zusammen ist, dann will er doch nicht mit der Mama telefonieren. Ich wollte nur hören, wie es ihm geht. Ja, Mama. Ich glaube, sie haben nichts gemerkt. Dann ist doch gut. Nein. Ich habe keinen Bock mehr, Susanne anzulügen. Ist nicht fair. Und ihre Getränke. Schön. Danke sehr. Hey, was ist los mit dir? Denkst du noch an Susanne, weil du sie angelogen hast? Ja, das hat sie nicht verdient. Ich fühle mich wirklich schlecht dabei. Sie hat mir erzählt, dass sie sich immer auf dich verlassen konnte. Wir haben ja auch eine Menge durchgemacht. Was meinst du? Willst du das wirklich hören? Ja, natürlich. Ich will alles über dich wissen. Ja, du weißt auch, Susanne hat mich adoptiert. Meine richtige Mutter ist gestorben in Argentinien. Sie hatte einen Unfall. Eigentlich nichts Großes. Ein paar Platzwunden. Als sie ins Krankenhaus gekommen ist, haben sie ihr vor sich selber eine Bluttransfusion gegeben. Dummerweise war die Bluttransfusion HIV-infiziert. Oh mein Gott. Sie lag lange im Krankenhaus. Weißt du, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich sie besucht habe. Ich habe gesehen, wie sie immer schwächer wurde. Und eines Tages bin ich hingekommen. Da war ihr Bett leer. Sie war einfach weg. Es tut mir so leid. Susanne war die beste Freundin meiner Mutter. Sie hat sich immer um mich gekümmert. Und als ich dann in ein Waisenhaus sollte, da hat sie mich adoptiert. Und dein Vater? Den habe ich gar nicht kennengelernt. Meine Mutter hat auch nie gern über ihn gesprochen. Ich bin das Ergebnis eines One-Night-Stands. Warum hast du davon nie erzählt? Das sind keine schönen Erinnerungen. Ich bin froh, wenn ich nicht dran denken muss. Was du mit deinen 17 Jahren erlebt hast, das müssen andere in ihrem ganzen Leben nicht durchmachen. Dafür bin ich jetzt glücklicher als andere, weil ich mit dir zusammen bin. Und ich hoffe, das bleibt so. Jetzt weißt du alles über mich. Aber von dir hast du noch gar nichts erzählt. Bei mir gibt's auch nichts zu erzählen. Doch klar. Wo bist du aufgewachsen? Wo hast du studiert? Warum bist du auch Lehrerin geworden? Aufgewachsen bin ich in Ehlersdorf, in der Nähe von Rendsburg. Und dann habe ich in Hamburg und in Paris Französisch und Sport studiert. Und Lehrerin bin ich geworden, damit ich dir begegnen konnte. Ja, und warum bist du aus Hamburg weg? Ich meine, Hamburg ist eine tolle Stadt. Es gab keinen bestimmten Grund. Ich wollte mal was Neues sehen. Hat's mit deinem Ex zu tun? Nein, wie kommst du denn darauf? Ach, ich dachte nur, du hast doch Stress mit ihm. Also ich habe einmal ein Telefonat mitgehört, da habt ihr beide gestritten. Das sind alte Geschichten. Lass uns nicht mehr darüber reden. Okay. Ist irgendwas zwischen euch passiert? Zwischen wem? Na, zwischen dir und deinem Ex. Weißt du, meine Großmutter hat immer gesagt, eine Frau muss ein Geheimnis haben. Das macht sie attraktiver. Also du bist auch ohne Geheimnis attraktiv genug. Du weißt schon, was mit Jungs passiert, die zu viele Fragen stellen? Nein. Die werden ohne Widerrede ins Bett geschickt. Hi! Da bin ich wieder. Allein? Du hast ja Paul gelassen. Der kommt gleich. Versteh. Ja, das gute alte Versteckspiel. Hi. Hallo. Wie war denn euer Ausflug? Es war perfekt. Die süße kleine Pension und die Stadt war wirklich entzückend und vor allem hat uns niemand gekannt. Das machen wir so bald wie möglich wieder. Auf jeden Fall. Es hat so gut getan. Ich freue mich, dass ihr so eine schöne Zeit hattet. Vor allem hatten wir zum ersten Mal keine Angst, dass uns jemand erwischt. Mhm.
Frau Siebert. Sie wollten mich sprechen? Ja. Und wundern Sie sich nicht, dass ich dabei so diskret vorgegangen bin. Die Kollegen sollen vorerst von unserem Gespräch nichts erfahren. Und von Ihnen weiß ich, dass Sie ein Geheimnis wahren können. Bitte. Unter meinem Vorgänger sind einige Dinge aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Unter meiner Führung wird sich das ändern, aber dafür brauche ich Verbündete. Ich zähle auf Sie. Ich weiß es zu schätzen, wie Sie sich in der Causa Konstantin von Lahnstein verhalten. Ich tue nur meine Pflicht. Wir werden hier ein Exempel statuieren. Sollten sich neue Entwicklungen ergeben, informieren Sie mich umgehend. Klar, aber es gibt keine neuen Entwicklungen. Dann bleibt es also wie besprochen bei der Ordnungsmaßnahmenkonferenz. Ja. Gut. Du, sehen wir uns nachher im No Limits? Weiß ich noch nicht. Ah, Frau Siebert, wie lange vertreten Sie Herrn Bauer noch in Englisch? Wahrscheinlich bis Ende nächster Woche. Ach, Konstantin. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit Frau Aselmeier. Gut, ich hoffe, Sie konnten die Sache klären. Das wäre zumindest besser, so für alle Beteiligten. Muss ich Sie leider enttäuschen. Sie will Sie dringend sprechen. Sie haben jetzt gleich einen Termin bei ihr. Wenn das so ist, soll ich gleich einen Termin für Sie mitmachen? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Okay, Sie haben es nicht anders gewollt. Was war das denn jetzt? Paul, ich hab dir doch... Was läuft da zwischen dir und Konstantin? Warum provoziert er dich? Ich fürchte, Konstantin ist doch nicht so ein guter Freund, wie du denkst. Bitte? Sonst wird er wohl kaum unsere Beziehung auffliegen lassen. Hey! Was brennt hier eigentlich? Komm, da rein. Alter, was soll das denn? Heute sehen wir uns Participle Constructions with and without Conjunction an. Wie die meisten von Ihnen wissen, unterrichte ich ja normalerweise Französisch und Sport. Aber ich habe schon einige Vertretungsstunden in Englisch abgehalten. Deshalb denke ich, dass wir kein Problem haben werden. Ich liebe Anne und lasse nicht zu, dass du sie reinreitest. Jetzt komm mal wieder runter, ja? Ich wollte nur... Hey, halt's mal! Ich glaub's nicht. Jetzt hör mir mal... Was war das denn? Das kam aus dem Lautsprecher. So was hätte ich nie von dir gedacht. Du behauptest, dass du mein bester Freund bist. Du bist das ein Verräter. Und das Paul, ist mein Bruder. Ey, wie kannst du mir sowas antun? Du hast Weiß jemand, wo man dieses Ding abstellt? Ich glaube, das geht nur vom Sekretariat aus. Dann werde ich am besten selbst mal... Paul, das war wirklich ein Blöd. Meinst du wirklich, ich wollte überall erzählen, dass du ein Verhältnis mit der Siebert hast? Ein Blöd. Und das soll ich dir glauben? Ja, ich hätte die Siebert nicht verraten. Meinst du, das würde ich dir antun? Aber sie erpressen, das ist völlig okay. Paul, es sollte wirklich nur eine harmlose kleine Drohung sein. Ein Wink mit dem Zaunfall, mehr nicht. Ich liebe Anne und bin mit ihr zusammen. Und das weißt du. Und allein die Tatsache, dass du zu ihr gehst, ihr drohst, das allen zu erzählen, dazu fällt mir nichts mehr ein. Es tut mir leid. Sag das nicht mir, sag das Anne. Was? Ja, du gehst ja zu ihr und entschuldigst dich bei ihr. Ich mach doch deswegen nicht so einen Aufstand. Ich krieg meine Strafe wegen der Fehlstunden und gut ist. Wenn du dich nicht in aller Form bei ihr entschuldigst, rede ich kein Wort mehr mit dir. Okay. Ich regel das. Sofort! Ja doch! Störe ich? Wenn Sie es schon für nötig halten, solche Ungeheuerlichkeiten zu diskutieren, dann sorgen Sie wenigstens dafür, dass nicht die ganze Schule mithört. Da bist du endlich. Ich will sofort alles wissen. Bist du verrückt? Nicht so laut. Keine Angst, wir sind alleine. Trotzdem, ich bin todmüde. Erst sagst du mir, was zwischen dir und der Siebert läuft. Das ist ja wohl der Oberhammer. Du hast den Schwachsinn auch noch geglaubt. Ja. Und ganz nebenbei, die Aselmeier auch. Und alle übrigen Schüler. Wie?
Hat die Asemeyer angerufen? 3 Nachrichten auf dem AB. Sie will morgen Abend mit Susanne sprechen. Scheiße. Spar dir die Mühe, ich hab sie schon gelöscht. Danke. So. Und jetzt sagst du mir, was an der Sache dran ist. Gar nichts. Ich hab dir doch gesagt, das war eine Schnapsidee von Konstantin. Konstantin? Ja, seit den Weihnachtsferien hat Konstantin jede Menge Fehlstunden. Und da hat die Siebert ihm eine Konferenz angedroht. Und deshalb hat er sich diese Story ausgedacht, um sich an ihr zu rächen. Das ist die ärmste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Lisa, Susanne und Arno dürfen nichts davon erfahren. Ist das klar? Sag das nicht mir, sag das der Aselmeier. Es tut mir leid, wenn ich geahnt hätte, dass diese verdammte Lautsprecheranlage eingeschaltet ist, dann... Ich bin ja selbst schuld. Ich hätte mich niemals auf dich einlassen dürfen. Ich muss komplett verrückt gewesen sein. Du warst nicht verrückt, du warst in mich verliebt. Das ist doch kein Verbrechen. Laut Schulgesetz schon. Ein schweres Vergehen, das mit sofortiger Kündigung geahndet wird. Ja, unsere Gefühle waren nur mal stärker. Der Konsequenz, dass ich jetzt meine Stelle verliere. Und was dann? Paul, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Du wirst deine Stelle nicht verlieren. Das verspreche ich dir. Und wie willst du das verhindern? Ich habe noch mal mit Konstantin gesprochen und wir bleiben bei der Version, dass er sich an dir rächen wollte, weil du ihm diese Konferenz wegen seiner Fehlstunden angedroht hast. Er wollte das Ganze als dumme Jungenstreich hinstellen? Ja, genau. Und soll erstmal jemand das Gegenteil beweisen. Anne, wir schaffen das zusammen. Ich lasse dich doch jetzt nicht im Stich. Nein, Papa. Ist doch gut, wenn du so schnell einen Reha-Platz bekommen hast. Ich glaube, die Ärzte haben recht. Du solltest vorsichtig sein. So, und jetzt erhol dich und mach dir keine Sorgen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Alles klar. Bis dann. Ciao. Oh, Mann, Paul. Morgen. Sag mal, war das Arno? Ja. Er ist noch mal nach Bad Salzuflen zur Reha. Ach, hat er einen Rückfall? Ist die Bauchverletzung wieder schlimmer geworden? Nein, aber es ist für einen Heilungsprozess besser, wenn er noch mal in die Klinik geht. Und du, hörst du später? Zur dritten. Ach, Glückspilz, ich hau mich aufs Ohr. Übrigens, die Asemeyer hat vorhin angerufen. Sie will dich heute Abend sprechen. Hast du was ausgefressen? Ja, voll lächerlich. Konstantin und ich, wir haben das Gerücht verbreitet, dass ich was mit der Siebert hatte. Jetzt machen die da ein Riesending raus. Wie kommt ihr denn darauf? Konstantin hatte ein bisschen Stress mit ihr und da dachten wir, wir nehmen sie ein bisschen hoch. Und jetzt stell dir vor, die sind tatsächlich drauf reingefallen. Dabei ist das total absurd. Eigentlich schon, ja. Ja, sorry, dass du wegen so einem Mist auch noch dahin musst. Paul? Habt ihr das wirklich nur erfunden? Du kommst genau richtig. Susanne. Hallo, Anne. Du kannst dir sicher denken, warum ich hier bin. Nicht so ganz. Paul hat mir von dem Streich erzählt, den Konstantin und er dir gespielt haben. Na ja, das war natürlich nicht besonders angenehm für mich. Willst du dich nicht setzen? Nicht besonders angenehm? Gemessen an dem Thema nimmst du das ja erstaunlich locker. Du müsstest eine Stinkwut auf ihn haben. Ja, klar, aber wie du schon sagst, es war nur ein dummer Streich. Ehrlich gesagt, Paul hat sich in den letzten Wochen so merkwürdig verhalten, dass mir so langsam meine Zweifel gekommen sind. Willst du damit sagen, dass... Genau das. Und jetzt will ich von dir die Wahrheit hören. Hast du meinen Sohn verführt? Hast du Paul verführt, ja oder nein? Du platzt hier einfach rein und beschuldigst mich. Moment. Na, so ein Zufall. Paul, was willst du denn hier? Frau Siebert, ich wollte mich noch bei Ihnen entschuldigen.
diese blöde Aktion mit Konstantin. Wir wollten sie damit wirklich nicht reinreißen. Es tut mir leid. Du glaubst ja nicht immer noch, dass... Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Und deswegen bin ich zu Anne gekommen, damit sie mir sagt, was an der Sache dran ist. Und was meinst du dazu? Paul ist mein Schüler und ich bin seine Lehrerin. Und mir irgendeine Beziehung mit ihm unterstellen zu wollen, ist vollkommen absurd.